Servus zusammen, es ist der 22. April, Montag um 17:27 Uhr. Erst einmal der Hinweis, das ist am Montag, diese Geschichte hier, diese Korrekturgefahren oder weitere Kurschancen. Das ist um 18 Uhr. Ich lege den Link hierzu nochmal unter YouTube rein, dass ihr den habt. Da geht es um ja, die großen 10. Ich werde analysieren, dann da vor Ort Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Eli Lilly und wenn Zeit bleibt, auch noch die Tesla. Nur, dass ihr da Bescheid wisst und es gibt eine Amazon und die werde ich heute hier unter anderem reinmachen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich heute mal die Signale aus dem Trader Wingman durchgehe, aber da kam mehr und mehr und mehr. Deswegen, ich gehe jetzt hier nur auf die wenigsten ein, allerdings in der Form von, was mache ich jetzt hier? Das ist Netflix, Adobe, Amazon und PayPal. Ich zeige euch das mal, was die Signale sind. Da müsst ihr mal den Film kurz anhalten. So, das ist der zweite Teil, da ist alles Mögliche dabei. Diese Signale hier immer wieder überprüfen. Nur weil es da steht, heißt es nicht, dass es stimmt. Dann kommen wir als dritten Teil, da müssen wir fertig sein, genau. Das hört jetzt hier bei um 17 Uhr bei Zalando auf. Nur, dass ihr seht, das war zu viel. Da habe ich ja 23 Aktien, das schaffe ich nicht. So, und ich fange an mit Netflix. Also Netflix, Hammerzahlen, also wirklich Hammerzahlen, die Analystenschätzung bei weitem übertroffen. Und ich hatte das am Freitag schon erwähnt, da machen die schlicht und ergreifend das, ja, Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmanns, sagen, ey Leute, das Jahr war so unfassbar, das kann so nicht weitergehen. Und das fand ich gut. Und dann säuft der Kurs ab von hier oben, was war denn das? Das waren 612 bis auf heute im Tief 540. Tja, weiß ich nicht. Also ich fand das gut, was sie gesagt haben, ich fand die Zahlen hammermäßig. Jetzt wollen sie schon wieder die Preise erhöhen. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Mal, seitdem ich das habe. Ich habe es jetzt abbestellt. Irgendwann reicht es mal, ja, weil so toll sind die Filme da auch nicht drauf. Aber gut, das muss jeder selbst entscheiden. Von den Fibos, fangen wir damit an. Von den Fibos her haben die locker Platz hier runter bis zum 38er, bis das die 526. Dann wird es allerdings ein bisschen schwierig, weil sie dieses Gap hier in dieses Gap eintauchen. Man muss dann aufpassen. Ideal wäre ein weiteres Abgleiten hier auf das 50er bei 491. Da trifft sich der Chart mit verschiedenen Punkten und die 200-Tage-Linie kommt. Das wäre ein Traum. Deswegen habe ich habe jetzt hier gar keinen Put genannt. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die jetzt hier nochmal richtig fett runtergehen, aber deswegen habe ich diesen Put genannt. Das ist ein 452er, der liegt noch hier drunter, unter dem 61er. Im Moment ein Hebel 6, also für die Watchlist. Das ist noch kein Kauf, denn die Bänder gehen nach wie vor auf. Ich sehe hier der Bewegung entgegengesetzt, also das obere Band noch kein Umkippen, nichts dergleichen. Ich glaube, man kann mit den Käufen noch warten. Der hier ist für die Watchlist. Aber technisch ist das, jetzt muss das hier mal ausmachen, technisch ist das alles noch, muss ja, nach unten begriffen, hier auch, nirgendwo ein Kaufsignal. Muss man noch ein bisschen warten. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt hier mal so ein bisschen seitwärts dümpeln. Aber ideal wäre ein Touchieren von dieser Linie hier unter 500. Das wäre ein Traum. Was haben wir da als nächstes? Adobe. Adobe. Adobe, Adobe, Adobe hier. Adobe. Oh, mehr. So. Adobe hat ja neulich sehr viel verloren. Einfach nur, weil sie gesagt haben hier, also diese KI-Geschichte, das wird sich weiter verteilen, finde ich völlig in Ordnung, war auch absolut gerechtfertigt. Dann hat die Aktie heftigst verloren. Dass da eine Gegenbewegung kam, das hatte ich seinerzeit vermutet. Ich hatte sogar gedacht, dass diese Richtung 20-Tage-Linie geht. Das ist die hier. Hat es aber bisher nicht gemacht. Die verlieren weiter. Von dem letzten signifikanten Tief, das war hier am 15.05. letzten Jahres, liegt das 61er bei 447. Das ist nicht mehr so weit weg. Ja, das ist in Spuckdistanz. Aber auch hier, man muss sich noch nicht beeilen, aber es ist eine sehr schöne Linie, die kommt hier hinten vom Chart, da gibt es ja noch ein kleines Gap. Das ist die GP4Z99, das ist ein 418er. Der ist relativ weit weg, das ist ein Schein für die Watchlist, ja, für den Fall, dass sie hier an die 447 rangehen, dann kann man sich den gucken, dass sie dann vielleicht dieses Gap hier schließen. Auch hier habe ich noch keinen echten Stabilisierungsansatz, muss ich wirklich sagen. Das ist, ich mache das mal ein bisschen schöner hier, dass ihr das besser seht. Weil ich bin nach wie vor irritiert, dass so viele Leute es auf dem Handy sehen. Aber gut, ich habe noch keinen Stabilisierungsansatz. Das ist lediglich für die Watchlist.
Dann, was habe ich denn als nächstes? Wo ist denn jetzt hier mein Zettel? Amazing Amazon. Amazing Amazon, die sind hier. Und damit fallen sie für den Montag auch raus. Na komm her. Amazon. Liegt, wie ich finde, vor einer sehr wichtigen Unterstützung, wichtigen Support. Das ist dieser hier, diese blaue gestrichelte Linie. Also da sollten sie tun, dies nicht runtergehen. Ich sage euch genau, wo die ist. Das ist hier bei 171. Ja, das kommt hier überall vom Chart. Immer wieder umschmeichelt, sagen wir es mal so. Auch hier muss ich davon ausgehen, dass Sie das 38er durchaus sehen können. Also ich möchte jetzt hier den Markt nicht schwach sprechen. Ja, also nicht, dass einer das falsch versteht. Ich kann mir ja immer mal wieder so einen kleinen Dip nach oben vorstellen. Aber Nasdaq sieht bei mir jetzt auch nicht so super prickelnd aus, muss ich wirklich sagen. Aber immer mal wieder eine Korrektur bis zur 20-Tage-Linie ist möglich, auch beim Nasdaq, genauso wie hier bei den Amazon. Aber eigentlich gleiten Durchschnitte, drehen alle runter. Es ist auch hier technisch wirklich nicht schön. Moment, ich mache das mal. Nirgendwo ein Stabilisierungsansatz hier auch nicht. Und der Nasdaq im Moment handelt dabei 17.074. Der kommt ja auch von 18.500 ungrad. Ja, der hat schon mal ordentlich verloren. Erheblich mehr als der DAX, muss man sagen. So, und da habe ich diesen Schein hier vorbereitet, 153er, der liegt im Moment noch etwas über der 20-Tage-Linie, aber unter dem 50er-Retracement, was auch sehr wichtig ist. Kann man auch noch warten ab auf die Watchlist. Und dann habe ich PayPal, das war neu, sehr nett. PayPal, wie sehen sie jetzt aus? PayPal, finde ich es immer mal wieder ein Versuch wert. So, und zwar habe ich hier auch vom letzten markanten Verlaufstief mal gezogen und die liegen jetzt auf dem 50er bei 61,99. Heute haben sie sich mal den ganzen Tag über nach oben bewegt, jetzt gerade eben geben sie ein bisschen nach mit 62,71. Aber ich finde, das kann man immer wieder probieren, denn hier liegt auch die nächste Unterstützung 200 Tage, die in dem 50er Retracement. Man kann das durchaus probieren. Hier gibt es, verglichen mit den beiden oder mit den drei erstgenannten, gibt es eine Unterstützung über das MACD. Ja? Das ist, da brauche ich einen Tag unverändert und dann habe ich hier das Kaufsignal rein. Und sollten die irgendwo hier in dieser Range schließen, zwischen 63,5 und 62,30, wird auch sehr zeitnah der Oszillator nach oben steigen. Da habe ich den hier genommen, 55er, 55,55, der liegt unter dem letzten Verlaufstief, ganz knapp darunter, ändert sich jeden Tag. Aber das wäre so eine Geschichte, diese jetzt hier sind von der UBS. Also ich finde die Märkte insgesamt sehr angenehm zu handeln, wenn es nicht gerade so was ist wie Supermicro. Das ist ja überhaupt nicht mehr, das kann man überhaupt nicht mehr einschätzen. Also ich kann es nicht. Ich habe da auch mal eine Kleinigkeit probiert. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wenn sie raus wollen, wollen sie raus. Und nach wie vor ist das für mich ein Zeichen, dass hier viel auf tönernen Füßen steht. Nur rechne ich jetzt nicht damit, dass wir jetzt hier also nochmal jetzt PayPal, Nasdaq nochmal 10-15% auf die Schnelle verlieren. Ich glaube eher, wir gehen so eine Seitwärtsphase weiterhin leicht korrektiv. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.